ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Ja, hu, hier wieder beim Corleon bei Blood Bowl 2. Wir spielen mit der Nerd Bowl Chaos Squad diesmal gegen Hochelfen, gegen die Bright Featherers. Mal sehen, ich werde die starten. I'm getting a tingling feeling, right here, in my fists. A game is about to start, Jim. Ja, da hat er recht. Gegen Hochelfen hatte ich schon ein paar fiese Spiele. Match time. Vor allen Dingen die Fänger von denen sind ziemlich nervig, weil die einen Skill haben, der Tackle-Zone ignoriert. Und wie ihr ja schon in dem Dunkelelfen-Spiel gesehen habt, neigen Elfen dazu, halt Spieler in die Backzone zu bringen. Und welcome back, naja. Sports fan. If the Halflings were as good at Blood Bowl as they are at cooking, well, the history of the sport would look very different. There's only two things I hate. Racists and freaking high elves. Arr, I wish they were all dead. Skinny gits. Only way to beat them is to stop them from passing. Okay, Rassisten und Hochelfen kann er nicht leiden. Okay. Gut, ja, wir speichern mal die Aufstellung jetzt. Damit der Umbron immer auf der Ersatzbank startet. Weil, naja, der hat ja seine Verletzung, ihr wisst schon. Da war so eine Geschichte ganz im ersten Spiel. Niemand mag Hochelfen. Ich mochte auch in Warhammer Fantasy Hochelfen nicht. Ich hatte mal ganz kurzzeitig ein paar Minis von denen, aber richtig. Einhändiger Tag! Minus 1 für alle Passwürfe, das ist doch nett, wenn wir gegen ein Passteam spielen, wie die Hochelfen. Da habe ich mir gar nicht angeguckt, was die für Leute im Spielfeld haben. Warum gucken wir uns das doch mal jetzt an. Der hat Ausweichen. Der hat eine Bewegungsreichweite mehr. Der hat nix. Eine Bewegungsreichweite mehr. Die sind aber alle voll fix, die Idioten. Ja. Der hat auch Ausweichen. Was hat der? Sicherer Pass. Und Wurfsicher. Bis jetzt habe ich keinen mit Blocken gesehen. Da ist einer mit Blocken. Und zielsicher hauen sie immer Koali zuerst. Players in trouble, no doubt about it. Ob sie das wissen? Hm. So, jetzt geht diese ganze Ausweicherei los. Hier ist noch einer geblockt. Okay. Starten wir mal und hoffen, dass wir ein paar von den Eumeln in die K.O.-Box bekommen. Hier, Backfisch, hauen wir mal. This is going to be decisive. Ja, wir brauchen direkt schon einen unserer Wiederholungswürfe. So, hier hin. Und wir bleiben stehen. Takes a skillful player to stay up under such a ja, der hat doch noch Ausweichen, ne? Ja. Blocken und Ausweichen, das ist natürlich die mieseste Kombo. Aber gut, Elfen brauchen halt auch irgendwas, was sie schützt. Gut, einmal hier nach vorne. So, dann ein Blitz gegen den da. So. Hat der auch Ausweichen? Ne, der hat kein Ausweichen ausnahmsweise. Alles klar. Folgen. So. Und direkt zum nächsten. So, und der gute Frank. Schlag sie! So, einmal noch da und stehen bleiben. So. Einmal noch da drüber. Nach hier. Jetzt mache ich natürlich den Raum hier ein bisschen auf.
Ist wahrscheinlich keine so super tolle Idee. Läuft gerade nicht so gut der erste. Aber ich hoffe mal, dass es nicht bestraft wird. Folgen. Au. Und machen wir noch einen Einer-Block. Der hat Block und Ausweichen. Das wird wohl nicht viel bringen. Deswegen lassen wir das mal lieber. So. Aber es stimmt gar nicht. Ich kenne jemanden, der Hochelfen mag. Der Gierfalken mag, glaube ich, Hochelfen. Wie sie da stehen und warten und nichts tun. Angst haben sie vor uns. Aufstehen, ja. Okay, alles noch im Bereich des Normalen. Jetzt kommt der Blitz. Okay. Arme Engai. Und da ist schon das zweite Loch in unserem... in unserer Abwehr. Gott sei Dank haben sie noch keinen von den Fängern. Auf dem Feld. Ich glaube auch nicht im Team. Okay, was die Aktion sollte, weiß ich jetzt natürlich nicht so richtig. Und... Reroll-Time. Oh, die haben noch 4 Rerolls. Das ist auch noch ziemlich heftig. Ja. Aber hat ihnen nichts genützt. Hat ihnen nichts genützt. So. Aufstehen. So, den Kollegen hier unten müssen wir uns jetzt mal einsammeln hier. Einmal bitte blocken. Schieben. Und folgen. Apparently Wizards call that kinetic energy. So. Und einmal noch einen dritten. Also ich möchte nicht, dass der jetzt hier gleich einen Pass kriegt. So. Den könnten wir umtackeln, wenn wir einen zur Verstärkung noch hier reinkriegen. Das machen wir mit dem Lesrak. Nein, nein, nein! Oh, scheiße, schon wieder diese... Ah! Wiederholungswurf. Ah, super, jetzt steht er hinter dem. Mann. Das war echt scheiße jetzt irgendwie, das ist nicht gut. Normalerweise hätten wir den jetzt blocken können. So, hier, Samur. Folgen. That player is so close to a world of hurt. Und hier, der hat auch kein Ausweichen, das heißt, der geht auch zu Boden. Ah, K.O. Ja, gelähmt, okay. Läuft. Und dann haben wir hier noch einen Tackle. Einmal schieben und folgen. So, wir haben 3 Spieler auf dem Ball. Leider sind es Elfen. Passen und rauslaufen und einfach hier rüber. Ne, sehen nicht so cool aus. Und wenn das jetzt ein Fänger wäre, dann würde er einfach hier reinpassen. Und dann, gut, dann hat er immer noch das Problem, dass er ohne Probleme nicht rausgelaufen kriegt, aber mit den ganzen Rerolls, die er noch in der Hosentasche hat. Und der hat eh Ausweichen, ne? Mit Ausweichen darf man auch die Würfe zum Ausweichen aus der Tackle-Zone auch generell wiederholen, ohne Wiederholungswurf zu machen. Okay, der erste aus der ist schon mal entfernt. Nur noch 2 Tackle-Zonen auf dem Ballträger. Okay, er belässt es dabei. Alles klar. So. Dann fangen wir nochmal hier an zu hauen. Und gucken, ob wir Leute ins Publikum schieben können. Noch da. Folgen. Keep pushing. Und einmal hier schlagen. Und der geht ab ins Publikum. Hier kann er nicht hin.
Also kann man ihn auf ins Publikum schieben. Und er ist K.O. Good job, Fans. So, jetzt haben wir hier noch einen zweiten. Und noch einen dritten sogar. Wir hauen erst mit denen um. Also versuchen es zumindest. Ja, perfekt, hat geklappt. Folgen. Läuft. So, jetzt hier neben. Hier neben. So, da oben kriegen wir, glaube ich, einen normalen Block hin. Das heißt, wir können hier einen Blitz machen. Okay. Folgen. What can you do against a full speed? Da schon wieder den falschen genommen. Ey, jetzt ist nicht zu. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. So, wir müssen den jetzt hier den Ball abnehmen. Wiederholungswurf. Der hat kein Ausweichen, sehr gut. Und wir folgen ihm natürlich. Ja, wir haben den Ball. Perfekt. Super. Der Frank hat den Ball. So, und jetzt Risk oder No Risk. Wir haben schon den Wiederholungswurf versaut. Wir machen hier kein großes Risiko. Wir versuchen mit ihm hier einfach zu blocken. Kann er nicht mehr blocken? Doch, der müsste doch eigentlich blocken können hier. Hier, block den mal. Ich will nicht blitzen, ich will blocken. Hä, ich verstehe das gerade nicht. War der schon mal dran, der Lesrak? Ach, das ist der Frank. Der Lesrak hat gerade gehauen. Ah. Okay, irgendwie anscheinend geht das nicht. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Weichen wir aus, weichen wir nicht aus? Das ist die große Frage. Wenn ich ausweiche, läuft er mir eh hinterher. Das heißt, ich bleib hier einfach erstmal. Und hoffe, dass er mich nicht ohne weiteres umhauen kann. Immerhin habe ich hier noch einen anderen Chaoskrieger neben mir stehen. Und habe Stärke 4. Das heißt, der braucht da schon ordentlich was. Ja, negativ. Und ich möchte bitte, dass du mich nur schubst. Also mir nicht den Ball wegnimmst. So. Ja, der andere Chaoskrieger geht zu Boden, der Lesrak. Aber es ist jetzt nicht so das Problem. Ah, hier. Wollen sie Backfisch einen überbraten? Schaffen wir das auch. Aber noch haben wir den Ball. So, dann gehen wir doch auch mal hier und unterstützen unseren Ballträger ein bisschen. Stehen hier auf. So, wir haben keine Wiederholungswürfe mehr. Das ist tragisch. Tragisch, tragisch. Hier einmal hauen. Ab in die Fans, bitte dir. Wir bleiben. Oh, he's going to get intimate with the fans. I hope they're not too excited. Und hier noch einmal hauen. Na, komm. Du haust den. Sehr gut. Der hat kein Ausweichen. So, jetzt muss ich gucken. Nach dahin. Ja, nach hierhin muss der auf jeden Fall. Und wir folgen. Schade. So, und der Mischka. Du machst jetzt einen Blitz hier gegen den. Nein, nicht gegen... Oh Mann, nicht gegen den. Das ist doch zum Kotzen. Ach Mann. Dieses scheiß Ding. Ah.
Der sollte so rumlaufen und den blitzen. Und stattdessen läuft er hier rum und will den blitzen. Das ist doch zum Kotzen, ist es doch, ey. Wenigstens verlieren wir den Ball anscheinend nicht. It's a solid tactic. If you kill the fool carrying the ball, then you stop him from scoring. From scoring. Und da kommt der Blitz. Ah, gut. Ne, keine Chance. Schubst mich nur. So, ich würde jetzt einfach Leute neben den stellen bis zum geht nicht mehr. Aber er blockt lieber. Ja, komm. Oh. Wie viele Wiederholungswürfel hat er eigentlich? Der hat in diesem Zug 3 Stück eingesetzt. Normalerweise kann er aber nur einen. Ich glaube, das ist ziemlich verbuggt hier, das Spiel. Kann das sein? Oder es sah nur so aus, als ob er Wiederholungswürfe benutzt hat. Ziemlich strange. So. Ne, wir machen erstmal den normalen Block. Mit dem Kuriminus gegen den Alion schieben. Folgen. Look at Twinkle Toes there. So. Jetzt haben wir hier noch einen Blitz gegen den. Nein. Hier müssen wir echt aufpassen ohne Ende. Dahin laufen, den blitzen. Ich hab aber auch Pech, ey. Zweimal schon diese Kacke mit dem Verklicken. Und jetzt das Pech mit dem Doppel-1 beim Block. Naja, gut. Der Hochelf scored auch nicht, aber... Well, they had to retreat a little. It was getting dangerous. Ja, immer noch keine... It was time. He's not far from the end zone. Immer noch kein... keine Möglichkeit, den umzutackeln. So, jetzt bitte auch nicht. Beide gehen zu... Ah, Mist, er hat blocken. Ah, take them down. So, und jetzt holt er sich den Ball wahrscheinlich. Were they asleep then? I certainly was, Jim. Wiederholungswurf. Na, das dann geschafft, ja. Da gibt's noch einen Block. Ach, Mann, ist das ärgerlich, ey. Ist das ärgerlich. Bero ist gelähmt. Und die Chance auf einen Touchdown hat er hier immer noch. Das ist auch zum Kotzen. Jetzt bin ich hier, muss ich hier wieder in den Defensivmodus, nur wegen dem Verklicken, ey. So, der könnte den gleich blitzen, das heißt, den lassen wir erstmal. Was hat der irgendwas? Der hat nichts. Okay, Enger, dann hau ihn. Auf den Purden mit dem Purschen folgen. Okay. So, den Koali lasse ich jetzt hier hinten. Der muss irgendwas abfangen, was hier vielleicht durchkommt. So, hier. Er hat keinen Block, ich auch nicht. Das heißt, beide gehen zu Boden. Okay, der Ball liegt frei. Aber er muss den jetzt ja... Gut, es sind Elfen. Die müssen den auch erstmal wieder auffangen. Er hat nur noch 2 Züge für den Touchdown. Ah, das Spiel ist gefällt mir nicht. Haha. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, unser letzter Zug. Wir können keinen Touchdown mehr machen, ne? Der kommt nicht mehr in die Endzone, ne? Alles klar, wir versuchen also zu verhindern, dass er noch einen macht. Obwohl er kann...
Oh, nee, Moment. Wir haben diesen Zug noch und den nächsten Zug noch. Das heißt, es ist möglich für uns, noch einen Touchdown zu erzielen. Aha. Dafür brauchen wir den aber hier vorne. So. Dann geht er auf jeden Fall mal neben dem Ball. They're going for the ball, but can they pick it up? Puh, das wird jetzt schwierig. Also es ist rein theoretisch möglich. Der Beru ist in dem, der Mischka ist glaube ich aus dem Feld, oder? Koriminus, Plastiklöffel. Cartman, das ist Mischka. Mischka ist aus dem Feld. Das ist der Umbreon. Ne, wir haben keinen. Was ist denn der? Mischka hin. Koriminus. Da ist der Mischka mit Agility 4. Wäre ideal hier für den Ball. Ausweichen. Blitzen. Yeah, smells like a good old fashioned fight. So, einmal hier rüber. Folgen. It looks rather like an old traditional spectacle in his style. Das ist gut. I know this one. Toromania. So, dann gehen wir hier rüber. Richtung Ball. Der läuft Richtung Endzone, weil er muss. Der kann nämlich vielleicht gleich in der nächsten Runde einen Touchdown machen. So, du. Wo läufst du hin? Du läufst auch Richtung Endzone. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 8. Ist auch möglich mit 2 Go for it. Okay. Dann hauen wir jetzt den hier hoffentlich vom Ball weg. So, okay. Und folgen. Alles klar. Gut. Plastiklöffel nimmt jetzt den Ball auf. Nice catch. Now go on, buddy. Okay. Weg von dem Elfen. So, jetzt haben wir noch Bugfish. Mit 2 Go for it neben den Spieler. Okay, läuft. Und der Rest ist einfach nur prügeln. Ja, schade. Surrounded by adversaries like that, I hope he knows what he's doing. That player is looking rather smug for remaining upright. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das noch hinkriegen. Die Möglichkeit besteht. Okay, er versucht ihn jetzt hier eins zumindest die Chance zu niedriger zu machen, aber wir haben ja keinen Wiederholungswurf mehr. Ich glaube, das ist das nächste, was wir uns für unsere Kohle kaufen. Okay, der letzte Wiederholungswurf für die Elfen hat nicht geklappt. Perfekt. So. Plastiklöffel, 2 Go for it oder ein Pass. Wir haben minus 1 auf Pässe. Das heißt, die einfachste Art sind 2 Go for it. That player's going for it. Yes! That's a down touch, everybody! Phew! Touchdown! I mean, wine! Red wine! Das war ein hartes Stück Arbeit. With halftime just around the corner, the game is getting interesting. And it's gone! The match is launched for real!
A fresh start, fellas. You can return to the slaughter. Alles klar, wen haben wir denn hier? Hier haben wir Blocken, Ausweichen. Ausweichen, was haben wir auf der Seite? Blocken. Okay, wir gehen also über diese Seite. Nicht, dass es den Elfen jetzt groß was aufmachen würde, weil hier hinten haben wir auch... Nee, das ist auch kein... Das ist ein Werfer. Okay. Backfisch in die Mitte. Den Beru auf Außen. So, und hier... Der Samur hat doch mal die Möglichkeit verdient, einen Touchdown zu machen. Der geht auch auf Außen. Umbreon ist jetzt im Spiel. Cartman mit Block. Noch hier. So. Hier haben wir den Frank. Der könnte auch einen Touchdown machen. Stellen wir mal nach hier. Coriminus dafür nach vorne. So, wo ist der Mishka? Hier. Den ersetzen wir durch den Engai. So, Koali. Wo ist der Cartman? Der muss nach außen. So, weil der Block hat. Und... Ja, Lesbacken können alle, eigentlich alle Chaoskrieger könnten einen Touchdown gebrauchen. Und der Mishka wird dann versuchen, hier den Ball zu empfangen, wenn es hart auf hart kommt. Alles klar. Aufstellung speichern. Nein, wollen wir nicht. Brauchen wir nicht. Immer noch, früher war es wie gesagt hier oben der Button. Minus 1 auf Pässe. Ja, okay. Let the slaughter begin. So, hier einmal hauen. Aus dem Weg mit dir. Sehr schön. So, auf der anderen Seite wird der Cartman anfangen zu hauen. Der hat nämlich Block. So, und jetzt wird es gefährlicher. Aber die Ergebnisse des Würfels sind okay. Okay, okay, okay. So. Pum, 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 pum. Beru einmal hier im Blitz. Perfekt. Und am besten Casualty jetzt, das wäre geil. What can you do against a full speed horned brute? Leider nicht. So, hier hin. So, Frank, nimm dir mal den Ball. Ah, good. He's got the ball. It's always embarrassing when they fumble that bit. So, der Samur könnte natürlich auch einen Touchdown gebrauchen, aber der hat halt schon einen Block. Ich würde erstmal versuchen, die Chaoskrieger so weit zu kriegen, dass sie zumindest Block haben. So. Dann gehen wir jetzt hier noch einen... der braucht einen Go-Fold, das heißt, wir gehen auch da. Und der geht nach hier. Alles klar. Gut, starke Präsenz zum um den Ball rum. Nur 3 Elfen momentan, 4, wenn die 5, wenn die noch hier rüberlaufen. Die stehen auf, werden wahrscheinlich nicht viel machen. Bin gespannt. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, den auf jeden Fall aus dem Spiel zu kicken. They're getting up close and personal, Bob. You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Okay, der wird jetzt geblockt, der Mishka. Und hier stellt er sich die Verteidigungslinie. Ich muss gerade mal woanders, ein bisschen anders hinsetzen. So.
Na, unser Vorteil ist, dass der Typ, der den Ball trägt, gerade Stärke 4 hat. Das ist für Elfen halt immer extrem nervig. Solange sie keinen haben, der die Stärke angleichen kann. Oder einen mit Strip Ball. So, dann fangen wir mal an. Einserwurf. Okay, nein. Das heißt, der muss zuerst dran gehen. Schade. Folgen. That's it. Force him back and then pow. So, jetzt müsste es ein Zweier sein, oder? Jawohl. Und raus mit dir aus dem Spielfeld. The fans seem very rabid tonight. I hope they leave a few bits of the player intact. So, Umbreon. Der hat Blocken. Das ist, gefällt mir gerade gar nicht. Den können wir hier noch einmal schlagen. Und ihn wegschieben. Stehen bleiben. Aufstehen. So. Ein Blitz kommt gegen ihn. Ist risky, aber... Gut, er hat kein Ausweichen, das ist gut. Und folgen. Ja, sehr schön. Immerhin ein Feld gut gemacht. Und hier gehen wir auch weiter. Jetzt gehen wir natürlich hier hinten rum, sind wir ein bisschen anfällig, wenn die jetzt hier durchbrechen. So. Das ist ein Würfel. Das müssten zwei sein, jawohl. Leider auch nur schieben. So, Blitz haben wir schon gemacht. Wir gehen aber auch hier noch mal einen nach vorne. So, der Koali hat Ausweichen, kann also automatisch wiederholen, wenn er hier raustackelt. Und wird sich dann hierhin begeben. Alles klar. Schauen wir mal, was die Elfen machen. Ein Feld haben wir gut gemacht in diesem Zug. Und wir führen ja auch immer noch 1-0. Also es ist nicht nötig für uns, diese Runden einen Touchdown zu machen, solange wir den Ball halt in unseren eigenen Reihen halten. Das mit der Stärke 4 gegen die... ist für Elfen halt, wie gesagt, immer schlimm. Für Dunkelelfen weniger als für Hochelfen, finde ich. Waldelfen haben außerdem noch einen Baummensch dabei, der noch Stärke 6 hat. Also. Unity is strength. Aber generell... With fists flailing. He's following up, hoping to get the knockdown next time. Ist das schon so eine Sache, die nicht ganz so einfach ist für die Elfen? Aber er macht das ganz gut, er versucht mich halt zu verlangsamen. So, jetzt einmal hier. Der müsste... Ja, wir schieben leider weiter nur. Wir kriegen keine guten Ergebnisse. Wir müssen ihn jetzt versuchen, schön am Boden zu halten. So, das gibt keine extra Sachen. So, jetzt machen wir hier mal einen Blitz. Den Beru. This player likes to be well assisted in a fight. Weiterhin ein Schubser. Okay, wir bleiben. Now that's a real mess. Wir machen mal das Risiko von einem Go for it, damit wir den Lesrak hier in den Kampf kriegen. Und diesmal machen wir einiges an Feldern gut. So. Well, the last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. So, jetzt haben wir hier wieder ein Doppel und ja, genau, jetzt wo wir mal einmal zu Boden gehen Ding haben, dann hat er Ausweichen. Naja, es gibt nur ein Feld, wo er hin kann und wir folgen ihm.
Und hier haben wir noch einen Umbreon stehen, der ihn auch nochmal schlagen kann. Beide gehen zu Boden. Okay. Let's see what the other side can do. Der große Vorteil sind die Chaoskrieger gerade. Und dass sie alle um den Ball rumstehen. Na, Engar kriegt einen auf die Mütze, aber das ist momentan egal, solange er keinen Ausfall verursacht. Dann haben wir hier hinten denn noch stehen. Den Cartman. Steht mir eigentlich auch viel zu weit weg vom Geschehen, der Cartman mit seinem Block. That's quite a mess. Even Tsinch would struggle to untangle. So, wir sind wieder dran. So, hier gibt's den Zweierblock. Das ist der Samo, der hat Block. Das heißt, den hauen wir jetzt erstmal um. Sehr schön. So. Dann gibt's jetzt den Blitz mit dem Chaoskrieger. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, okay. Fans are much more dangerous than players. Umbreon, wieder nach oben. Ah, Wiederholungswurf, 2+. Das ist gefährlich, was ich hier mache. On the edge of the field there, within grasping range of the fans. And they're looking hungry. So, hier nochmal den Backfisch zur Unterstützung dazu. So, den Blitz haben wir schon vergeblich benutzt. Und jetzt können wir mit dem Cartman zumindest einmal kurz hier hauen. Ah, der hat Ausweichen und Blocken, da tun wir uns beide nichts. Bong bong. So. So, Beru kann noch einmal hauen. Und wegschieben. Aber stehen bleiben. So. Zug beenden. Wir kommen immer näher. Und es... Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht aussieht. Versucht jetzt hier die Ecke zuzumachen. Mit einem anderen Elfenteam könnte man jetzt hier irgendwie außen lang laufen und dann hier einmal rüber werfen. Aber so, wir müssen uns hier durchtanken. Aber das kriegen wir hin, oder? Wir haben noch keine Casualty verursacht in diesem Spiel. Das ist... Come on, guys, together. Beschämend. So, jetzt haben sie hier drei Elfen stehen. Okay. Mit einem Go for it sind wir schon im Touchdown. So, let's rock. Zeit für eine Casualty, oder? If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, oh Gott, wir brauchen den Wiederholungswurf. Much more dangerous than players. Folgen. Ah, keine Casualty, schade. So. Das habe ich nicht gesehen. Glück gehabt. Da wir den Wiederholungswurf schon gebraucht haben, diese Runde keinen. Kein Touchdown. Well, last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. So, der geht zu Boden. Und wir folgen. Und hier gibt's jetzt auch einen auf der Oma. Der Samu hat nämlich Block. Ah, okay. Aufstehen.
Das gefällt mir jetzt hier überhaupt nicht. Aber gut. Lässt sich nicht verhindern. Cartman, komm mal hier ein bisschen weiter nach zum Ball. Und auch N-Guy. Mal hier an den Gegner dran. So, hier haben wir noch irgendwo eine Möglichkeit, ein Einser. Da haben wir auch ein Einser. Allerdings gegen einen, der mit Block hat, das riskiere ich jetzt nicht zu beenden. Es ist ja nicht ganz unspannend, finde ich. Gut, dass der gelähmt ist. Also wenn der jetzt noch auch wieder aufstehen könnte, das wäre nicht so einfach. The attacker has an assist. Jeremiah Cool always said, superior skills prevail. Duckfish ist gelähmt. On the edge of the field there, within grasping range of the fans, and they're looking hungry. Wir machen mal mit dem ein. Das ist ein Einser. Nee, das ist nicht gut. Nee, der ist auch nicht geil. Nee, 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 nee. Hier hin und dann den hauen. Okay. Sehr schön. Folgen. The fans are ravenous, so am I. Just one more step. Gelähmt. Alles klar. Hier, der Samur. Der hat Ausweichen, leider. Folgen. Aufstehen. So, der kann den hauen. Perfekt. Folgen. Wir haben immer noch keine Casualty verursacht. Wir versuchen mal hier vorne mit zwei Go-Fools hinzukommen. Ist jetzt egal, ob das groß klappt oder nicht. Ja, perfekt, das klappt. Sehr schön. Können wir hier noch irgendwas machen? Ein Einser-Block? Nee. Hier hinten haben wir keine Spieler mehr stehen. Nach hinten sind wir so mehr abgesichert. Schauen wir mal. Wir zögern den Touchdown halt jetzt heraus, damit der Gegner nicht noch die Chance hat, nicht auch noch einen Touchdown zu machen. Das würde ich gerne verhindern. That player was about to get punched above and below the belt. Der arme Samo. At the same time. Is the assist gonna be enough to come out on top? Ja. This player likes to be also für Elfen prügeln die Hochelfen hier ziemlich gut gerade. Der weicht. Okay. So, der ist frei. Läuft aber auch nicht Richtung Ball. Interessant. Ein Einser-Block. Okay. So, ich denke, jetzt werden hier ein paar Elfen ins Publikum gehen. Aber erstmal stehen wir auf. Wir haben noch diesen und nächsten Zug, um den Touchdown zu machen. Aufstehen. So. Dann machen wir jetzt erstmal diesen Block. Nee, wir machen erstmal den Blitz hier. Ab in die Crowd. You know, a fence may solve this problem. Ja, kriegt leider keine Starspielerpunkte. Aber zumindest mal eine Casualty. So, und er kann jetzt noch weiterlaufen. Wo läuft
laufen wir denn hin? Nach hier? Der kann jetzt... Ne, wir laufen nach hier. Dann hat er nämlich einen Zweierblock gegen den. Wir schieben den. Nach da. Folgen. One more step and... Jetzt kommen wir hier zu einem Zweierblock mit dem Chaoskrieger und auch der geht raus. And into the crowd they go. Und ein Zweierblock nochmal gegen den und der müsste dann auch rausgehen. You know, a fence may solve this problem of players being eaten by the crowd. Just a thought. Alles klar. Okay. Drei Elfen weniger. Zug beenden. Und gleich dann der Touchdown, wenn hier nicht noch groß was passiert, was ich nicht glaube. Verzweiflungsblitz. Alles klar, in zwei Tackle-Zonen rein. Nicht geschafft. Dafür stehen wir ja hier in der Aufmachung, in der wir hier sind, ne? Okay, und der Frank scored. Touchdown! The crowd goes wild. Not a figure of speech. They are going utterly wild. Touchdown! Save yourselves! I'll eat that ball if the losers win in the time left. All knockout players are back on the field. How delightful. So, jetzt Zeit zu sparen, lasse ich die jetzt einfach mal da stehen. Ich hoffe mal nicht, dass das sich rächt, aber wir haben einen Apotheker und so, da kann eigentlich nicht viel passieren. Hier hinkicken. Steinwurf. Auf einen Elfen. Perfekt. Der ist verletzt. Gut gemacht, Fans! Zwei Starspielerpunkte für unsere Fans. So. Leute, ihr Bright Featherers. Komm, gebt ab. Ihr könnt noch gerne noch einen Pass schmeißen, aber der Rest ist doch Makulatur. Ihr habt's verloren. Ihr seid schlecht, ihr seid Hochelfen. Wie lange sie schon wieder überlegen? Ich darf mehr sagen, ich bin Tiermensch. Na? Lass der jetzt die Uhr hier runter ticken auf 2 Minuten. Das wäre extrem mies. Aha. Was kommt jetzt? Ein Feld nach vorne gelaufen. Dafür hat er jetzt 10 Minuten überlegt. Naja. Ja, wildes durch die Gegend gelaufen, ohne Sinn und Zweck. It's gonna be hard to make them lose the ball. Tja, der Koali hat ausweichen. That's it. Force him back and then pow. Das ist irgendwie eine sinnlose Sache hier mit dem Ausweichen in die Tackle-Zone. Das wird ein menschlicher Spieler, glaube ich, nie machen. Das ist einfach... Du machst doch einen Verletzungswurf für den, wenn der so da hinfällt. Touchdowns, Jim. I've lost count. Naja. So. Wer ist denn der Koali? Ist Spieler des Spiels geworden. Das ist doch mal perfekt. Frank, Koali und Plastiklöffel sind die einzigen, die Starspielerpunkte gesammelt haben. Das ist nicht so geil. Wenig. Okay. Nächstes Spiel ist gegen ein anderes Chaos-Team. Aber wir gehen mal hier rein. Wir müssten nämlich jetzt Aufstiege haben hier. Da, der Frank. Und Stufenaufstieg. Würfel werfen. Und der kriegt Blocken. Alles klar.
Zwei Chaoskrieger mit Blocken. Einer noch einen Touchdown davon weg. Und wir haben genug... Aber jetzt sind wir hier rausgegangen. Moment. Wir haben genug Münzen, um uns noch einen Wiederholungswurf zu kaufen. Das ist gar nicht mal so verkehrt, nicht wahr? Alles klar. Und das nächste Mal dann das Mirror-Match gegen ein anderes Chaos-Team, gegen die Savage Crushers. Und ich hoffe, es hat euch auch gegen die Hochelfen gefallen. Das Spiel war für mich aufgrund dieser Fehler da am Anfang ziemlich mies. Naja, bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Quali. Tschüss! Now.